Ja, heute dürfen wir wieder mal Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, bei uns bei Rapid TV begrüßen. Der Grund: am Sonntag haben wir uns am Abend alle noch ein bisschen geärgert über zwei verlorene Punkte gegen Sturm und dann einige Stunden später, 0.30 Uhr, ungewöhnliche Zeit, eine Bekanntgabe von 12 Clubs, Stichwort Super League. Braucht man nicht genau erklären, gab einen großen Aufschrei, viele Diskussionen auf der ganzen Welt, auch in Österreich. Was sagst du als Verantwortlicher, operativ Verantwortlicher vom SK Rapid zu dieser Idee der Super League? Ich lehne das Modell der geschlossenen Gesellschaft komplett ab. Es ist de facto keine Super League, sondern eine Money League. Es geht offensichtlich darum, für Investoren bzw. hochverschuldete Clubs Geld reinzuholen, mögliche Profite zu maximieren. Und das achte ich für den komplett falschen Weg für den Fußball. Denn wir spielen Fußball für unsere Fans und nicht für die Rendite bzw. der Geldvervielfachung von irgendwelchen Investoren. Fußball lebt von Emotionen, Leidenschaft, vom sportlichen Wettbewerb, von Sieg, Niederlage, von Aufstieg und Abstieg. Und wenn all das ausgeschalten wird und es eine geschlossene Gruppe gibt, dann widerstrebt das uns enorm. Und ich denke auch, dass die UEFA und FIFA gefordert sind, hier klare einen klaren Riegel dem vorzuschieben, dass das nicht so voranschreiten darf, denn es wird den Fußball nachhaltig schaden. Es ist ein massives Erdbeben, das hier ausgelöst worden ist. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, Fußball lebt davon, dass auch der David gegen den Goliath eine Chance haben soll, dass es Vielfalt im Fußball gibt, denn der Fußball ist für alle da und nicht für ein paar wenige Millionäre. Die Reaktionen waren sehr heftig von sehr, sehr bekannten Spielern, Funktionären auch oft weltweit. Man braucht nur Andi Herzog, eine Legende von uns, Jan-Auge Fjordorf, die haben sich auf sozialen Medien ganz klar geäußert, aber auch bei vielen, vielen Fans. Nicht nur bei Rapid, sondern auch bei den betroffenen Clubs. Glaubst du, kann es hier noch ein Umdenken geben bei den verantwortlichen Vereinen, diesen sogenannten Global Players? Es ist zu wünschen, allerdings bin ich da skeptisch, denn wenn ich mir vergegenwärtige ein aktuelles Interview vom Real Madrid-Präsidenten, der unter anderem damit argumentiert, dass man vor allem die Jungen auch erreichen muss und daher ja fast gezwungen ist, eine derartige Maßnahme zu setzen, dann halte ich das für eine komplett falsche Argumentation, denn genau diese Abgehobenheit, dieses Entfernen von der Fußballbasis führt dazu, dass sich manche möglicherweise auch da entfernen und sich nicht mehr damit identifizieren können. Denn wie gesagt, Fußball lebt davon, von diesem Wettbewerb, von der Vielfalt und auch, dass es Identifikationsclubs und Figuren gibt. Und wenn das alles verloren geht, dann ist das dramatisch und da muss man ganz, ganz dringend gegensteuern. Das sind sehr dramatische Worte, bei denen du nicht alleine bist. Gehen wir speziell auf den SK Rapid. Was glaubst du oder fürchtest du, welche negativen Auswirkungen so eine Super League ganz, ganz konkret für unseren Club haben könnte? Wir sind ja stets so bemüht, egal in welchen Gremien wir uns befinden, konstruktiv uns einzubringen. Und selbstverständlich haben auch jene, die sich kritisch gegenüber den Entwicklungen im europäischen Fußball geäußert haben, auch recht, dass es immer wieder Kompromisse gab, um diesen Super-GAU zu verhindern. Allerdings, und das muss man schon festhalten, im Gegensatz zur Money League, gab es bei der Champions League zumindest die Chance, auch über sportlichen Erfolg daran teilnehmen zu können. Und das ist ja de facto jetzt eine geschlossene Gesellschaft. Und wird eine Folgewirkung haben, denn ich gehe davon aus, wenn es eine Super League gibt, eine Champions League, wird das auf die Vielfalt des Fußballs Auswirkungen haben, denn natürlich haben wir uns zum Beispiel auch gefreut, in der Europa League Gruppenphase gegen Arsenal London zu spielen und ich verhehle auch nicht, dass es für uns auch dann in Ordnung ist, dass ein Club, der einen derartigen Mehrwert mit einbringt, möglicherweise auch vom TV-Kuchen ein Stück, einen größeren Anteil erhält als der SK Rapid. Und nachdem der Kuchen eh so groß ist es dann auch in Ordnung. Also insofern hätte das natürlich eine Auswirkung auf die Vielfalt, möglicherweise auch auf die Bewerber in Zukunft, denn man kann ja nicht ausschließen, dass dann weitere Initiativen folgen, wo man irgendwelche Sonderbewerber ins Leben ruft. Und diese Planungssicherheit, auch diese Möglichkeit, die wir jetzt mit den gemeinsamen Bewerben hatten, verloren geht. Und letztendlich kann es natürlich auch eine ökonomische weitere Verschiebung bedeuten und damit die Schere noch weiter auseinandergehen.
kurz vor Corona, also schon einige Zeit her, war die European Club Association zu Gast in Wien. Chef sozusagen der Clubs ist der Herr Agnelli, Signore Agnelli von Juventus. Jetzt ist er es nicht mehr. Aber Rapid ist nach wie vor in dieser ECA. Kam es trotzdem völlig, wie sagt man so schön, überraschend? Oder hat Agnelli und Co., es waren ja all diese großen Clubs vertreten, haben die vorgewarnt? Oder hat sie da alle auch die ECA-Mitglieder sozusagen am linken Fuß erwischt worden? Ja, wir sind komplett überrascht gewesen und auch enttäuscht, denn wir hatten die ICE-Generalversammlung, wo man noch über Reformen und die Notwendigkeit von Kompromissen und wie wir gemeinsame Wege definieren, diskutiert. Und von Anfang an dann wird all das über Bord geworfen. Ist meines Erachtens auch kein guter Stil, denn ja, man kann unterschiedliche Auffassungen vertreten, diskutieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber wie gesagt, über Nacht all das zu zerstören und da eine Money League zu begründen, achte ich für sehr, sehr kritisch und ist absolut abzulehnen. Zurück nach Österreich. Es gibt manche, hat man zumindest lesen können in sozialen Medien, die sagen, wieso regt sich Rapid auf? Die sind doch ähnlich wie Real oder wie Barcelona. Da gab es Diskussionen beim letzten TV-Vertrag. Da hat Rapid sogar gesagt, wenn wir jetzt nicht eine andere Verteilung machen, vermarkten wir uns selber. Was entgegnest du denen gerade im Zusammenhang mit dieser Super League? Ja, zunächst muss man mal auseinanderhalten, denn wir haben ja nicht in Frage gestellt, Mitglied der österreichischen Bundesliga zu sein, sondern ja, wir spielen dort mit. Und wir waren jetzt auch nicht die, die damit gedroht haben, dass man beispielsweise eine österreichische Super League gründet, wo nur ein elitärer Kreis an Clubs, wo wir glauben, dass sie besonders werthaltig sind, teilnehmen, also werthaltig im Sinne von Reichweite, von Fanbase etc., sondern wir haben einzig und allein darauf hingewiesen, dass es international üblich ist, dass nicht nach Gießkannenprinzip verteilt wird, sondern dass man sehr wohl auf verschiedene Parameter Rücksicht nimmt. Und wie gesagt, Fakt ist, mit Arsenal London haben wir auch gewusst, wir können alle drei Europa League Spiele mit Abos voll füllen, das Stadion, und demzufolge ist es ja dann auch in Ordnung, dass ein Club mit einem derartigen Wert, der so viel auch an Mehrwert allen anderen bringt, ein Stück mehr vom Kuchen bekommt, als es Rapid oder Dandolk oder Molde beispielsweise ist. Und selbiges in Österreich. Fakt ist, dass natürlich ein enormer Anteil an TV-Zuseherinnen und Zuseher oder auch Abonnentinnen und Abonnenten bei TPTV ihr Abo abgeschlossen haben, um Rapid-Spiele zu sehen. Demzufolge sagen auch wir, wollen wir einen entsprechenden Anteil, damit wir auch diesen Ansprüchen, diesen Anforderungen, die an uns gestellt werden, auch einigermaßen gerecht werden können im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit. Denn natürlich spüren ja auch wir den Druck dann auf internationaler Ebene, wenn diese Schere so weit auseinandergeht. Da können wir uns vor dem auch nicht in Österreich verschließen. Aber Fakt ist, es wäre ein Vergleichen von Äpfeln mit Birnen, wenn man jetzt uns das vorwirft, denn es ist komplett was anderes. Wir sind immer dafür eingetreten, dass der sportliche Wettbewerb sichergestellt sein muss und dass es auch eine Vielfalt gibt. Und wir haben nett gesagt, wir gründen eine eigene Liga. Dankeschön. Schönes Schlusswort und vielen Dank für die Informationen. Gerne.